Schau dir mal die neue Haustour von Bibi an. Bibi hat eine neue Haustour gemacht. Moment. Bibis Beauty Palace Haustour. Hat sie eine neue gemacht? Ferienhaustour, bei Gott. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Oha, schon Möbel drin, guck mal. Wir sind in Spanien, das wisst ihr glaube ich schon, und stehen jetzt aktuell vor unserem Haus. Und wir haben relativ spontan gedacht, dass wir uns jetzt hier mit der Kamera durchschlängeln durch die Baustelle und okay, eine neue Roomtour für euch drehen. Okay. Das Haus ist... Um die grinsen schon. Das ist ein bisschen fallig, weil hier wirklich sehr viele Leute... Spannendes kleines Ferienhaus. Sind. Genau, das Haus ist so viel weiter als die letzte Roomtour. Vielleicht können wir euch noch mal so ein paar Einspielungen machen. Soll ich euch einmal das Haus zum Überblick zeigen? Ja, noch oder? Ein bisschen, ja. Bibi ist groß geworden. Oha, Bro. Gute Architektur. Erinnert ihr euch noch an letztes Mal? Jetzt startet hier ein Motor, ey. Wir gehen rein. Boah, ist das krank? Allein dieser Arch ist actually sick, Mann. Sieht sehr schön aus. Architectural Bice, sehr gut. Die beiden haben Geschmack für Architektur. Ja, der Vergleich, komm, rein. Sollen wir genauso wie letztes Mal starten? Haben wir unten gestartet letztes Mal? Mal sind wir durch die Garage reingegangen, okay, ja. Boah, übrigens, diese ganzen Steinmauern, ne? Die ziehen sich ja durchs ganze Haus und so kommen die Steine an. Ist das nicht krank? Hart. Das ist echt heftig. Ein Kunstwerk quasi. Also, wir sind jetzt hier in der Garage. Und in der Garage müssen zwei Porsche parken. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die letztes Mal aussah, aber es war ja eigentlich fast alles Rohbau noch, ne? Boah, allein schon der Boden, ja, ne? Ihr werdet schon sehen, der wird sich überall lang ziehen. Genau, also was soll ich hierzu großartig sagen? Hier ist unsere Garage. Da ist auch ein sehr interessanter Raum. Mhm. Und zwar ist hier unter anderem die ganze Kinotechnik verbaut. Ne? Also mittlerweile hängen hier auch die ganzen Geräte und... Digga, mein Schlafzimmer als Kind war kleiner als das. Der Raum für die Kinotechnik. Kästen und 1000 Milliarden Kabel sieht hier oben. Sieht aus wie in so einem Supermarkt da oben an der Decke. Ja, ne? Stimmt, wenn da oben die Dinger ab sind. Ja, ne? Ja, genau. Ja, komm, sehr interessant. Ja. Das wollen wir. Fangen wir hier im uninteressantesten Bereich an. Dann geht es hier eigentlich in unseren Flur vom Keller, aber wir haben ihn ein bisschen umgebaut, denn da vorne seht ihr schon, oha, die haben angefangen, unsere Bar einzubauen. Wir haben uns dazu entschieden, hier so ein Bar-Billard-Chill-Area-Lounge-Raum draus zu machen. Das Kino wird gerade aufgebaut, ne? Ich würde auch echt mal, also ich sag's wie es ist, für eine Nacht in dem Haus, zur Miete würde ich einen Düsi bezahlen, bin ich ehrlich, bitte. Bitte ladet mich doch einfach mal ein. Wir können doch auch über Sachen reden zusammen, Alter. Ich hab sogar einen Besen von Kai Pflaume, Junge. Was soll denn das, Alter? Genau, wir haben draußen schon das Auto gesehen, die Kinobauer sind im Moment da. Jetzt gucken wir mal. Hola. Hola. Can we come? Ja? Was hängt da alles an der Decke? Oh. Oha, das ist so eine Monte-Decke mäßig. Oh, guck mal, was ist das? Was ist das? Ist das krass? Guck mal hier, diese ganzen Dinger, die waren letztes Mal noch nicht dran. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Da ist die Leinwand. Die Akustik ist auch sehr insane. Und hier kommen die Sitze hin. Einmal ganz kurz auch nochmal den Boden, den sieht man gleich nochmal im ganzen Haus. Ja, das ist komplett innen, außen, Garage, überall ist dieser Boden. Ey, wir haben uns Muster nach Hause schicken lassen. Wie viel waren das? 2 Tonnen, ne? Ja, 2 Tonnen Fliesen kamen zu uns nach Hause. Wir haben alles. Ja. Ich dachte mal, mir geht's gut. Ich dachte mal, ich wäre wohlhabend. Aber ja, okay, zeig mal. Ja, was soll ich großartig zeigen? Hier wird halt Kühlschrank, Eiswürfelmaschine, Stauraum. Hier oben ist dann auf jeden Fall nochmal so ein Regalboden, um auch nochmal Stauraum zu haben. Genau, da kann man hier sich so einen schönen Cocktail machen, hier sich so eine Tüte Chips rausgrabben. Kann ich auch einen Cocktail haben, bitte? Mach mal, geht der Schrank schon. Weiß ich nicht. Oh! Haben wir auch Gefrierer? Ja, ja! Für Eis und so. Boah, dann kommt immer einer so, Magnum, bitte. Das ist jetzt keine Werbung, ich schwöre. Sag schnell eine andere Eissorte. Calippo. Okay. Ja, dann will ich eigentlich gerne hier irgendwie so einen Sitzbereich hin machen, so bis hier zur Tür, warte, weißt du? Mach mal hier so ein bisschen Dreifinkel. Hier so Sessel, 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 Sessel. Das besprechen wir dann noch im Detail. Okay, und da kommt dann ein Billardtisch halt hin, ne? Klar. Genau. Und hier... Das ist mein neuer bester Freund, der auch geht zu. Der schon? Damit fahre ich doch nicht bis zu. Drück mal den Knopf. Man kann doch mal drücken. Hier stirbt so ein Arbeiter einfach, der oben so ein Kabel irgendwo dreht. Und stirbt der einfach, weil der Aufzug ihn einfach so zerdrückt. Naja, Unfall. Naja, der ist nicht angeschlossen. Ich geh mal ein bisschen, damit ihr so einen Überblick hier habt. Ja. Boah. Sehr, sehr hochwertig. Das ist schon beeindruckend, ne? Was war da hinten nochmal? Das war dieser... Ach so, hier ist auch nochmal ein Technikraum.
hier Wasser und Öl, irgendwas. Wasser, Gas. Ja. Noch mehr Technik. Und Julian möchte gerne hier einen Kaugummiautomaten. Ja. Leute, guck mal, hier, da kommt der Kaugummiautomaten. Gute Idee. Ansonsten würde ich da auch meinen Schlafsack hinlegen zum Übernachten kurz. Oder, nee, Boxautomat, dann haust du dir immer ein so da die Flosse. Boxautomat? Kaugummiautomat. Alter, das wär's doch. Julienko beim großen Trimax Boxkampf. Soll ich gegen Julienko kämpfen? Hier eine Kegelbahn hin. Fall du mal lieber nicht in den Aufzugsschacht. Ja. So, jetzt gehen wir auf die Seite nochmal ganz kurz und dann geht's hoch. Hier übrigens, hier ist auch draußen Fliese. Boah, ich stand noch nie hier draußen. Wie geil ist das denn? Eigentlich sollte hier nur so, das ist gerade die Wand. Oha, Digga, mach mal Kletterwand raus. Kletterwand. Ey, der Architekt ist letztens mit uns hier durchgegangen und meinte einfach, ja, hier können wir dann so eine Kletterwand hinbauen. Ja, eigentlich optimal. Voll die geile Idee. Ja, no joke. Ja, genau, voll die geile. Das war ein Spaß von dem, Bianca. Guck mal. Little Bianca mit der Riesenwand, alles klar. Super, optimal. Das sieht cool aus, ja. Ne? Einfach nur ja, perfekt. Auf jeden Fall ist das quasi der Balkon von dem unteren Gäste-Apartment. Kommen hier noch so Pflanzen. Ich würde so gern wissen, ob die beiden so einen Einblick haben, was in dieser YouTube-Bubble so passiert. Wissen die zum Beispiel, was ein Tornado ist? Kennen die Ron Bilecki und so? Wisst ihr, was ich meine? Weil die sind immer so ein bisschen ab, also nicht abseits der Szene, aber so ein bisschen für sich selbst einfach. Wisst ihr, was ich meine? Die machen so ihr eigenes Ding. Was ja auch vollkommen fallen ist, was ich komplett nachvollziehen kann, wenn man sich den Rest unserer dämlichen Scheiß-Szene halt anguckt, verstehe ich das absolut. Dann kann hier pflanzen und so einen kleinen Lounge-Bereich, ja, und Tisch und so. Nee. Oh, nachher klemmt die Tür, ey. Und dann geht es jetzt hier ins Gästezimmer auf der unteren Etage. Da bitte lasst mich ein Gast sein. Wollen wir hier vorne irgendwie so eine ausziehbare Schlafcouch hinstellen, dann hat man hier so einen Chillbereich und nochmal mindestens zwei Schlafmöglichkeiten. Ja. Genau, hier sind wir noch am Überlegen, ob wir hier so eine Trennwand oder eine Schiebetür oder so machen. Sollen wir die erstmal weglassen? Obwohl, man kann ja auch aufmachen, ne? Weil das nimmt ja so voll den... Ja. Klären wir später. Genau. Und hier ist dann das eigentliche Schlafzimmer. Hier kommt dann ein Bett hin. Hier haben wir nochmal einen Einbauschrank. Wie sich das für die Klassen gehört. Mach mal auf den Einbauschrank. Ein Einbauschrank, ja. Die sind auch schon komplett ausgestattet. Ich sehe das mal wirklich, wenn andere YouTuber Roomtouren machen und so, sagen schon so, ja, hier, wie bei Bibi, Einbauschrank. Oha, er kennt andere YouTuber. Ich werde mir einen Einbauschrank holen. Du bist eigentlich so das Einbauschrank. Girl. Bitte macht eine eigene Einbauschrank-Linie. Girl. Ja. So, und hier, oh geil, guck mal, jetzt ist es ausgefahren, jetzt sieht man das mal. Was ist das? Wir haben ja alle, vielleicht könnt ihr euch erinnern, alle TV. Wieso ist das hier? Ja, weil hier auch ein Bett hinkommt. Aber wir haben das doch gemacht, damit wir Meeresblick haben. Das hätte man doch auch einen so hinmachen können. Ja, aber wie willst du dann hier das mit dem Raum? Hier ist auf jeden Fall der TV, der kommt so aus der Decke gefahren. Voll, ja, da kann man dann hoch und Einbauschrank, Einbaufernseher. Runterfahren. Genau, und hier hinter ist dann quasi das Badezimmer zu. Krass, es ist schon sehr weit, das Haus. Und auch. Und guck mal hier, wir haben auch die Bodenfliesen auch an die Wand gesetzt. Ja, hier, ne? Geil. Übertrieben cleaner Stil. Hier ist leider überall noch kein Licht, aber ihr könnt es oben noch mal besser sehen. Architectural-wise sehr, 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 sehr geil. Und alles ist schon da. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Stauraum. Dann haben wir hier eine, die ist riesig, die Dusche fällt mir gerade mal auf. Guck mal, wie groß die ist. Und keine Sorgen, falls ihr jetzt gerade denkt, boah, da kann man ja beim Duschen aus dem Treppenhaus da oben stalken. Achtung. Hier kommt noch so eine Außenjalousie. Genau, das kann man dann runterfahren. Ja, und da ist die Toilette. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist. Genau. Zeig das scheiße Klo. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch, würde ich sagen, oder? Jetzt würde ich auch sagen, ja. Oh, ich freue mich so. Das entsteht jetzt, eigentlich wollte ich das Video morgen ganz in Ruhe drehen. Jetzt sind wir hier angekommen und die Kinder schlafen jetzt beide im Auto. Natürlich nicht alleine. Also Antje und Ben passen auf. Genau. Deswegen war die Gelegenheit perfekt. Ja. Also, weil der Aufzug noch nicht funktioniert, nehmen wir jetzt die Treppen. Oh. Die sind im Übrigen... Überblick, wir sind hier so und gehen jetzt hoch. Ja, wir sind übrigens, die sind übrigens auch schon fertig, aber wurden jetzt gerade abgeklebt. Ja, vielleicht sieht man die oben. Kann man die doch schon zeigen, ne? Genau. Heute ist leider kein Ideal. Diese Sneaker, die sie haben, das sind ja überfresh. Das Wetter, weil echt viele Wolken am Himmel sind. Die letzten Tage waren besser, aber... Ja, es ist man so sieht krank, auf jeden oder? Fall das Meer. Ich hab mich jetzt, bin jetzt hier hochgekommen, hab mich jetzt gedreht wegen Licht. Wir sind jetzt hier in unserem eigentlichen Eingangsbereich. Also Julian steht quasi jetzt draußen vor der Türe auf der Terrasse. Genau, und dann haben wir hier unseren Einbauschrank für Jacken, Schuhe und sowas. Ein Einbauschrank. Ganz wichtig. Schön, ne? Aha. Und hier auf der... Ey, könnt... Also,
Julienko, Bibi, falls ihr es irgendwie jetzt durch einen Zufall sehen solltet, könnt ihr, wenn ihr nochmal ein Haus baut, quasi einfach so als Joke einen Einbauschrank machen und hinter dem Einbauschrank ist nochmal eine Tür für den Einbauschrank, also quasi ein eingebauter Einbauschrank, ein Einbauschrank-Einbau, ein Einbau-Einbauschrank. Das fand ich extrem cool. Das wäre für mich und auch, glaube ich, für alle Zuschauer extrem wichtig und extrem gut. Deshalb brauchen wir einen Einbau-Einbauschrank. Ja. Das wäre cool. Auf der Seite haben wir dann so ein bisschen Technik. Ein Zweibauschrank. Ja, Mann, es ist ein Zweibauschrank. Home-Server, Display und so. Alarmanlage. Was? Und hier hätte ich gerne dann irgendwie einen Sessel mit einem kleinen Beistelltisch oder so eine kleine Kommode oder irgendwie sowas. Das sieht aber auch ganz nett aus. Das kann man noch einfach lassen. Die Betonsäcke? Genau. Ist rustikal. Kann einer mal nachrechnen? Hatten die recht? Ja. Das stimmt. 24 bis 21,65. Ja, kann ich. Boah, im ganzen Haus sind einfach so viele Skizzen und Notizen an der Wand, ne? Skizzen und Notizen. Ja, okay. Bumper. Yeah. Also es geht quasi jetzt in beide Richtungen. Da geht's so in den Wohn- und Essbereich und hier geht's zu den Kindern. Also Allright. Das ist quasi die Kinderseite. Mann, wie ich fühlt so sehr, wie kann man in dem Alter sein Leben so krank also im Griff hier haben. Und die zwei, die haben ihr Leben so heftig im Griff. Die haben ihr Leben so im Griff. Die haben so zwei Kinder, bauen gerade die zweite Villa. Digga, und ich schau mal hier so eine Scheiße mit, so Videos mit euch an, Digga, Mann. Jeweils, wir wissen noch nicht, welches Kind welches Zimmer bekommt. Die sind nicht ganz gleich groß. Also Leo hat mir Kinderkampf gestern gesagt, er möchte das Größere haben. Aha. Also hier ist das erste Zimmer. Oh, so geil. Hier ist dann Schlaf so und geil Spiel einfach, so schön. Halt. Der Bogen hier oben ist so geil. Zimmerbereich. Und hier geht es dann quasi ins offene Badezimmer. Bei uns hat jedes Schlafzimmer ja so... Ich sitze in der Halle. Ich sitze in der scheiß Halle. ...ein eigenes Badezimmer. Genau, mit Dusche, Waschbecken und hier... Lenko könnte jetzt kommen, diese Halle Bar kaufen. Hier kommt sogar noch eine Badewanne hin, in einem der Kinder... Du hast doch selber Immobilien. Ja, aber ich kaufe immer Immobilien zur Vermietung, nicht für mich selber. Ich bin dumm. Es steht eine Badewanne. Finde ich einfach gerade, wenn die Kinder kleiner sind, sehr praktisch, ne? Oh, der Pool wird gerade gestrichen. Soll ich mal kurz zeigen? Echt? Ja! Guck mal, Leute, wenn man es hier... Oh, es ist so chaotisch. Oh, krass! Guck mal, jetzt sieht man auch, ja, dass der schief ist, ne? Mega, mega. Okay. Leute, damit jetzt... Ah, komm, ja, jetzt stehe ich hier. Jetzt sind wir eher auf der Terrasse. Jetzt so clean, wirklich. Dieses Video. Ja, also das hier ist unsere Terrasse. Ne? Ja. Zur Orientierung, da ist unser Eingangsbereich, wo wir gerade eben waren. Jetzt genau das. Julienko kann auch bestimmt richtig gut grillen. Der ist so einer, der kann richtig gut grillen. Der hat so einen Weber-Gasgrill und der kann so richtig gut grillen. Der macht so, der hat so eine eigene Sauce, so eine eigene Marinade für irgendwas. Der ist richtiger Grillmeister auch, da bin ich mir sicher. Das ist der Eingangsbereich. Genau, hier kommt dann Lounge-Bereich und hier ist unsere Außenküche, ne? Unsere Grill-Ecke. Ja, ja, für Julienko, da wird richtig einer weggegrillt. Boah, da wird richtig weggegrillt. Ja. Oh ja. Achso, das ist die gleiche Farbe wie auf den Treppen im Übrigen. Genau, so sehen die auf den Treppen. Ja, wir haben versucht, die Farbe vom Boden so zu adaptieren. Ich alles nach. Das heißt, so, hier kommen wir raus. Zack, jetzt nochmal durch die Kinderzimmer. Hier Alter, ist der Garten Gigant von beiden Kindern, ne? Genau, also eigentlich können wir jetzt auch außen auch in ein anderes Zimmer der gehen. War letztes Mal, glaube ich, da war die beiden haben kein Haustier, glaube ich, oder sowas. Den Hund haben die nicht, ne? Ich fand nur so ein Loch, ne? Ja, ja, stimmt. Das, da war auch die Wand ja auch alles noch nicht, ne? Genau, das hier wird dieser Kinderbereich hier, das wird auch überdacht werden. Das ist dann die Kinderterrasse überdacht. Und hier, ja. Wir haben Geckos. Wird hauptsächlich halt wie so... Raupen? Die haben Raupen als Haustier. Bibi und Jojenko haben Raupen als Haustier. Da arbeitet einfach Spendi. Das wäre so funny, wenn man so ein Video sieht und Spendi ist im Hintergrund auf der Baustelle am Kehren. Wenn wir irgendwas hinkommen, damit die Mäuse Platz zum Spielen haben. Wir überlegen, ob wir hier so ein Spielehaus, so ein Holzhaus irgendwie noch hinmachen mit Rutsche oder so. Ne? Genau. Ich habe schon mal ein Holzhaus gebaut. Ich mache das euch gerne. Sehen. Ja, sind wir auf jeden Fall. Ah, Julian hat eine Tierhaarallergie. Okay. Genau, sollen wir jetzt außen lang gehen? Die Bibi wird die in die Ecke gesperrt, wenn die frech ist. Was macht man mit so einer Ecke, ne? Okay, also, das war das eine Zimmer. Das riecht so gut hier, wirklich. Übrigens, achso, das haben wir noch nicht gezeigt. Hier ist noch ein WC natürlich. Das fehlt ja drüben in der Badezimmerseite. Sehr, sehr schön. Das war gestern auch noch nicht. Was? Den, die Abzieher. Ach, echt? Das? Kann ich mal gucken, ob die schon gehen? Na, Nee, Wasserverschwendung, Leute. Wasserverschwendung. So ist richtig. Ja, und hier ist dann der Schrank. Ich halte morgen ein Referat über Immobilien. Bitte mach eine geile Abmoderation. Kriege ich hin. Okay, nice, nice. Boah, ich hoffe, man kann das Klipse ansatzweise dir irgendwie erkennen, ja, und verstehen. Kann man schon. So, jetzt ist hier das zweite Zimmer. Ist ein bisschen anders geschnitten, also eigentlich sehr ähnlich, aber ja, ein bisschen anders halt, ne? Aha. Genau, hier haben wir auch wieder Dusche, nee, WC, Dusche. Ah! Ah, warte, er will, glaube ich, zeigen, wie man den Fernseher runterfährt. Ah. Oha. Ah,
kann man automatisch mit der Fernbedienung jetzt. Hammer. Oha. So geil, oder? Boah, crazy. Auch ein sehr gutes Versteck für illegale Substanzen. Nicht, weil wir einfach so ein unnötiges Feature haben wollten, sondern weil wir nicht wollten, dass der Fernseher den Ausblick. Genau, ja, genau. Sehr gut, ja. Sehr gut. Boah, warte, ich nutze mal die Zeit kurz und filme auch mal die Dusche hier. So schön. Ja, no joke, so clean der Stein. Ja, hier sieht man... Überall sind die gleichen Töne im ganzen Haus. Ne? Auch beleuchtet hier, sehr wichtig. Hier Ablagefläche. Hoffentlich haben wir auch im ganzen Haus so HiFi-Anlagen, so Sonos-System oder sowas drin. Das wäre sehr, sehr geil. Ja, und jetzt sieht man hier auch mal, so finde ich, wirkt es eher so ein bisschen beige. Und je nachdem, wo man steht, wirkt es dann so ein bisschen gräulicher eher. Ne? Ich liebe die Fliesen, die sind einfach so schön. Oh, Dusche oben. Ja, und hier haben wir dann ein bisschen etwas größeren Schrank als drüben in einem anderen ein Zimmer. Schrank. Das Zimmer was ist generell du, ein bisschen... Was welches Zimmer nehmen? Das hier bestimmt Bio, oder? Ich weiß es nicht. Hier ist dann der Garten von den beiden, ne? Ja. Die grenzen beide aneinander. Ja, genau. Die kommen beide aus dem Zimmer und haben dann hier ihre eigene Ecke. Das haben wir eben gesehen. Hier in die Ecke wollten wir vielleicht noch so ein Spielehaus oder sowas. Genau. Okay, komm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ach, jetzt erstmal in die Küche. Ich wollte schon hochgehen. Nee. Jetzt müssen wir erstmal rüberlaufen. Das ist schon echt riesiges Haus. Das hat mehr Quadratmeter. Die Zimmer bestimmt 30 jeweils. Ganze Haus, schätze ich mal so 320 bis 350 Quadratmeter vielleicht. Das Bereich, jetzt gehen wir weiter. Sagen Sie irgendwie, wie groß es ist? Oder warte, wo kamen wir eben? Hier kamen wir hoch. Ja, so. Hier ist ein ganz offener, großer Raum. Und zwar, ich fange jetzt einfach hier vorne mal direkt an. Ja, hier soll der Esstisch genau, hin. Genau, hier kommt der Esstisch hin. Und jetzt kannst du eigentlich mal andersrum filmen, damit man diese Schrankseite sieht. Okay. Also ja, hier wird dann der Essbereich sein und wir haben hier ja, so eine Kommode mit Regalfächern gemacht, das war mir irgendwie wichtig, damit dann wir sag so mal, was wir da reinstellen wollen, meine ganzen Auszeichnungen und Pokale. Alter, ich habe gar keinen Pokal, keinen einzigen. Aus meiner frühen Jugend als Profi-Boxer. Ja, genau. Okay. Nee, da kommt dann so ein bisschen paar Gläser, ein bisschen Deko. Da unten können wir noch Geschirr und sowas reinmachen. Dann haben wir hier die Essecke, genau. Hier ist dann die Küche. Ne? Da wird gerade eingebaut. Aber hier sieht man schon mal die Farbe. So ein Anthrazitton. Mhm. Bei der Arbeitsplatte sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Das boah, glaubt der Julienko kann boxen? Kommt ganz zum Schluss, ja. Und hier ist dann der offene und angrenzende Wohnbereich. Hier kommt dann so eine... Couchlandschaft oder wie auch immer, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das gestalten. Und da steht er jetzt mit seinem Gerüst vor, aber dieses riesengroße Glasteil ist der Abzug von unserem Gaskamin. Und jetzt kann man Julienko gegen Logan Paul sich das auch vorstellen. Der wird dann hier unten hingebaut und der steht extra so um die Ecke ein bisschen sehr, sehr, rüber. Sehr geil. Denn somit hat man auch aus dem Esszimmer quasi Blick auf den Kamin. Ne? Also überall, egal von Küche, Wohnzimmer oder Esszimmer, sieht man dann den Kamin. Guck mal, das ist der Unterschied. Deren Community, die kaufen deren Produkte, die unterstützen ihre Creator, die haben sich eine Villa gekauft. Mein Chat hämmert die ganze Zeit nur Zahlen in den scheiß Chat rein. Ey. Das ist klar, dass ich nicht in der Villa wohne, Alter, weil ihr komplett woanders seid, Digga. Kauft doch einfach meine Produkte, macht doch einfach mal, dass ich auch eine Villa bekomme, anstatt dass ihr einfach die ganze Zeit Scheiße in den Chat schreibt, ihr Idioten. Digga, ihr regt mich auf, ich will auch eine Villa haben. Was soll denn das? Ich will jetzt gerade was zeigen. Ach, geil. Okay, jetzt sieht man das wirklich, dass das so orange ist, ne, die Ader. Das war unsere ursprüngliche Auswahl der Arbeitsplatte hier in der Küche, ne? Okay. Und jetzt, habe ich mir hier einen Traum erfüllt. Und zwar werden wir das so gestalten, dass wir hier rausgehen können. Also wir haben hier auch noch wie so einen Terrassenbereich. Und der wird schön gestaltet mit Wiese oder Kies und Pflanzen und wie auch immer. Und ich kriege hier meinen Springbrunnen hin. Wichtig. Oh, ich freue mich so. Ich wollte unbedingt so eine ganz gemütliche Ecke haben, wo ich dann morgens mache mir meinen Kaffee und komme hier raus. Produkte. Und dann trinke ich hier neben dem Springbrunnen und dieser schönen Aussicht. Hier, das könnt ihr stehen lassen. Da würde ich drin übernachten. Ich dann meinen Kaffee. Ja. Ich freue mich so. Ja, generell haben wir jetzt hier die Reise auch genutzt, um die ganze Außen- und Gartengestaltung zu planen. Wir haben hier einfach so viele Flächen, zum Beispiel auch hinterm Julian jetzt. Das ist einfach so ein großer Bereich und da kommt auch nochmal so eine Spiele wie so ein paar Steine Pflanzen und so Hand. Hin. Ne? Ja. So, jetzt geht's schnell nach oben. Warte, ne? Ganz kurz hier noch, den geilen TV. Ach so, ja, stimmt. Der ist auch schon... weiter der kommt aus dem Boden gefahren. Das Loch. Der Fernseher, weil hier aus der Decke zu fahren war schwierig und darum kommt er jetzt hier aus dem Boden. Und hier ist das einzige crazy. Badezimmer, was wir der Küche angepasst haben. Genau, wir dachten so, wir machen die gleichen Farben wie aus der Küche. Das ist ja direkt auch neben der Küche, das ist das Gäste-WC. Es wird auch von innen dann noch in der Farbe hier der gestrichen. Spiegel, da würde ich auch auf Klo gehen, ehrlich. Fugel und hier... Sorry, Bibi, die Wand ist auch Anthrazit, genau wie die Küche. Übrigens, wir können hier alles aufmachen und immer querlüften, in der Hoffnung, dass wir
im Bestfall so selten wie möglich die Klimaanlage nutzen genau. müssen. Ne? Das ist saugeil. Alles, so, jetzt geht's laut, hoch. Jetzt laut. Hoch, hoch, hoch. Erster Alarm, oder? Ja, mach mal. Also, wir haben hier noch ein Gästezimmer und unser Hauptschlafzimmer. Hier gehen wir jetzt erstmal ins Gästezimmer rein, ne? Genau, man kommt hier rein und hat hier auch wieder Waschtisch, Einbauschrank da in der Ecke. Mhm. Da kommt dann das Bett hin. Das heißt, vom Waschtisch kann man dann auch wieder rausgucken und so, ne? Und hier auf der Seite haben wir dann Toilette und Dusche. Sehr, sehr schön. Ja. Boah, ich freue mich so auf die fertige Roomtour. Dann haben wir so drei Steps Chat, einfach. Ich glaube nicht, ne? dass mein Zimmer kommt. So, cool. So, und hier ist dann das Zimmer von Julian und mir. Die schlafen in einem Bett. Eigentlich vom Schnitt ganz ähnlich wie drüben. Wir haben hier wieder Klo und Dusche. Kann der Julian euch gleich filmen. Hier haben wir diese halbe Wand eingebaut, wo das Bett dann hinkommt. Hier haben wir allerdings zwei Waschbecken. Und ich habe mir hier noch so ein Special-Ding einbauen Ach, ja, lassen. Stimmt. Denn hier, guck mal, hier sind ja diese Schränke unten drunter und hier nicht, denn dann kann ich mich nämlich hier mit so einem Hocker hinsetzen und, ups, warte, mach die Klappe auf. Make-up. Hier kommt dann noch ein Spiegel hin und da kommt meine Schminke rein. Aha. Young Insane hier, Sicko Mode. Versteht ihr? Da kommt dann sehr, so ein Hocker, schön. Dann sitze ich hier und schminke. Okay, mal, ja, ich hänge jetzt ein bisschen nach. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier Toilette. Oh, und hier gibt es auch noch einen Balkon, ne? Pass auf, gehe ich nochmal nach hinten. Ja, so sieht man es dann doch. Ja, so kann man es gut nice. Sehen, ne? Sehr, sehr schön. Das heißt, hier kommt so angrenzend Keine direkt Badewanne, das Bett. Oder? Ja, hier ist das Bett, dann kommt halt... Kommt eine Badewanne Achso, rein? Hier ist auch eine Badewanne, doch, genau. Okay. Hier kommt eine Badewanne noch hin. Ist nicht hier. Oh, oh. Thema Durchzug und Durchlüften, Durchzug, ne? Durchzug, ja, genau. Ja, und der Julian steht da quasi auf einem der Balkone hier von dem Zimmer. Und hier, guck mal. Kann man dann runter zu den Kindern kann schauen. Mal gucken, was die Kinder da so machen, ne? Und da links rüber geht's zu unserem Ankleidezimmer. Oh, ja, komm, geh mal nach drüben und ich filme mal von okay. Ich hab mich schon gewundert. Das geht ja jetzt mit dem Ton, das wird ne? Das doch jetzt die Aufnahme, sage ich euch. Badewarm im Schlafzimmer Hallo. Ist wirklich Hallo. Geil. Boah, ist das geil, ey. Willst du so, dass... Ja, ein bisschen die Einbauschränke kannst du erklären und ich komm dann, ja? Ja, okay, Alter. Alter, die haben ein ganzes Zimmer für Einbauschränke. Poggers. Haben wir komplett die ganze Wand Schränke. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir es aufteilen, weil es nicht so ganz halb-halb innen geplant. Ja. Ne? Öffne mal die Pforten. Hallöchen. Genau. Oh, das haben wir uns beide so Geil. Gewünscht, dass man reinkommt. Monte kann einpacken. Und hier diese Seite mit Glastüren hat. Und da wollen wir dann einfach so ein paar Special-Teile reinstellen. Ne? Ja. Ein paar Taschen, ein paar Schuhe oder... was wir dann halt auch immer da reinstellen wollen. Auf süß angelehnt eine Sneakerwand, dazu eine Folge Jojo. Ist da noch eine Beleuchtung drin? Ja, yeah, das ist alles mit indirekter Beleuchtung. Siehst du, das weiß ich zum Beispiel nicht, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Bei der Erstbesichtigung. Ja, siehst du mal? Ja. Sehr, sehr schön. Hier aber der Platz auch ideal ausgenutzt, denn es geht bis da hinten rein in die Ecke der Schrank. Oh ja, das ist schlau. Das ist sehr, sehr schlau. Die Idee kam von meiner Frau. Vermutlich eher nicht. Oh, guck mal, da fährt der Kran gerade was so. Jetzt kann man hier auch nochmal in der Flut hier den Bereich sehen. Nennt man das so in der Flut, Kamerafahrt und so? In der Flut? Keine Ahnung. Ich dachte einfach, ich sag was ganz Schlaues. Wenn die Flucht gehört, das Wort Flut. Außer Ebbe und Flut. Jetzt mache ich mal die Tür anständig zu. Ist da noch ein Zimmer für Gäste oder wie? Irgendwas kaputt geht, ne? Ja. Und hier okay. auch der Aufzug. Ah ja, ja, der geht bis hier oben. Ne? Von ganz unten bis ganz nach oben. Nee, das ist noch eine Terrasse, ne? Früher, wenn so. Ich Endstation gehört habe, war ich immer betrunken in der S-Bahn. So waren wir nie betrunken zusammen in der S-Bahn, Julienko. Okay, komm, war jetzt auch nicht witzig. Alles klar, weiter. So, dann haben wir hier einen weiteren Terrassenbereich. Hier wissen wir noch gar nicht, was wir hier gestalten sollen. Ne? Pool. Völlig aktuell noch keine Idee. Einmal haben wir überlegt, hier so ein Außengym zu machen, aber ob man die dann wirklich nutzt, ich weiß nicht. So, und dann geht's hier hoch. Hier kommen auch noch so Glasbrüstungen. Outdoor-Gym ist schon ganz geil, aber ein Gym generell wichtig. Boah, und hier hat sich auch echt einiges getan. Guck mal, ich ganz kurz. Kommt da noch ein Whirlpool hin? Ja, gut. So, ihr Lieben, das ist unsere Dachterrasse, ne? Mhm. Heißt es. Und hier seht ihr schon, da ist nämlich jetzt die Sitzbank richtig fertig. Oh ja. Hier kann man dann überall sitzen, da kommen dann noch so Polster drauf oder mal schauen, wie wir das machen. Und dann ist hier oh, einfach so eine ein Gaskamin. Das heißt, wenn man hier, ne? Ja, dann abends hier sitzen und chillen am Feuer. Das ist halt sehr groß, das Haus. Also, wenn ihr nicht genügend Gäste bekommt, ne? Und einfach richtig schöne Was glaubst du, wie viele Rapper für Videoanfragen werden in der Villa? Oh, eine Menge. Gemütliche Abende haben.
Und wenn du dich jetzt... Haben die nicht erst ein Haus für 8 Milliarden gekauft? Ja, Young Beta, sie haben ein Haus für 8 Milliarden gekauft, genau. Umdrehst, kann ich die andere Seite erklären. Ja, geh mal. Denn hier wird, also von diesem Strich aus, glaube ich, bis hierhin, kommt unsere Sauna hin. Wir haben hier eine Außensauna, komplett aus Glas. Mhm. Dass man auch den schönen Ausblick und alles genießen kann. Und auf der anderen Seite kommt dann ein Whirlpool hin. Ja, geil. Sehr geil. Ja, geil. Hier ist dann noch, man sieht es im Ansatz, also geil. Quasi direkt angrenzend an die Sauna haben wir hier auch noch eine Außendusche, dass wir uns... Kann ich da mal Verstecken spielen, bitte, Heidensieg? ...dann fresh machen können, wenn wir mit dem Whirlpool in der Sauna waren. Und dann werden wir hier wahrscheinlich irgendwie so einen Esstisch oder einen Bartisch oder irgendwie sowas hinmachen. Wir haben hier auch noch mal eine Außenküche. Da werden geile Raves gefeiert. Ja, Ulam wollte hier oben auch noch gerne mal so einen Barbereich haben. Aber ich finde, das passt auch einfach, ne? Da kann und ich habe mich hier durchsetzen können, Getränke. Hier gibt es einen Eiswürfel-Kühlschrank. Eiswürfel-Automat. Genau. Oder wie das heißt, ja. Und dahinter haben wir auch noch so einen Bereich, den werden wir wahrscheinlich mit so einem kleinen Hochbeet unter anderem bepflanzen. Dann haben wir hier nämlich frische Minze und all sowas, was man dann in den Cocktails verwerten kann. Und dahinter kommen noch Hamets. Ja, 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 frische Minze, ja, 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 frische Minze, ja, 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 ja. Gerade mit dem Gärtner besprochen, zwei große Bananenbäume, ne? Ja. Wir dachten, es gibt dann so, gerade wenn die Sonne scheint, so geile Schattierungen. Boah, es wird einfach so schön werden. Also das auf jeden Fall. Hier bin ich so gespannt, wie es wird am Ende. Soll ich mal so hier ein bisschen runterfilmen? Ja. So, jetzt auch nochmal grob von der Seite hier. Krass, ne? Sehr, sehr, sehr nice Haus, wirklich. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, und oben gibt es auch was Neues, ne? Genau, jetzt gehen wir hoch. Ein Traum ist es. Also auf jeden Fall sollte ursprünglich eigentlich da vorne ein Tor hin, dass das halt einfach Natur ist. Aber wir haben gedacht, wir nutzen den Bereich hier. Das war die Idee vom Architekten. Das stimmt. Wir werden hier diese ganze Fläche mit Kunstrasen oder Rasen auslegen, das wissen wir noch nicht ganz genau, und werden hier so eine Golfstation hinbauen, ne? So eine kleine Minigolf. Entspannung. Ja, nicht Minigolf, schon so richtig Golf zum Putten. Ja, also halt, die Strecke, ne? Stellt euch mal vor, von hier hinten. Einfach ein Putting Green. Bis. Ah, jo. Also so wie gering, die haben keinen Eiswürfelraum. Doch, die haben einen Eiswürfel-Einbauschrank. Das ist schon ein gutes Stück und da wir ja beide keine Golfer sind, nicht? Noch nicht. Genau, und hier oben, das gehört auch noch alles zum Grundstück. Das ist jetzt wild bewachsen, das lassen wir auch so. Das lassen wir einfach nur ein bisschen zuschneiden, dass es wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Gerade hier die Ecke auch. Genau, und da hinten in der Ecke, wo man jetzt diese, ich weiß nicht, ob du es filmen kannst oder ob wir erstmal hingehen, bei diesen roten Riesenschläuchen ja. Da kommt ein kleiner Obstgarten hin. Wir wollten unbedingt Grapefruitbäume, Orangenbäume, Limetten, Zitronen und all sowas hier haben. Genau, hier kommt so ein fetter Baum hin und dann geht's da weiter und das wird alles bepflanzt, dass wir insgesamt, ich glaube, 6 Bäume haben hier, ne? Genau. Zweimal Orange, einmal Grapefruit, einmal Zitrone. Und zweimal Limette. Einmal Mandarine noch. Ah ja. Mandarine auch, einmal krass. Mandarine, einmal Limette, genau. Ja. So. Boah, guck mal, jetzt sieht man hier den Bereich auch von hier voll gut, wenn man von oben einfach filmt. Fall dann nicht runter, Kardashian. Bitte. Fall nicht. Sehr, sehr schön. Es tut mir echt leid, ich glaube, es wird... Unge ist so arm im Vergleich dazu. Wird ein unendlich langes Video. Ja, es ist sehr krass, ne? Also für ein Ferienhaus ist es echt krass, wie viel Zeit wollen die dann verbringen? Ist doch nur ein Ferienhaus. Ja, ich glaube, die werden da schon was öfter chillen, so wie das sich anhört, oder? Ja. Aber ich finde es einfach so schön, ich möchte euch das einfach alles sagen. Ja, ja, und ich glaube, es dauert gar nicht mehr... allzu lang. Was? Die haben gar keinen eigenen Golfplatz im Einbauschrank? Ja, das stimmt. Wir haben so eine kleine Einschätzung bekommen. Ja. Ja, das könnte in wenigen Augenblicken praktisch fertig sein. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Die nächsten Tage werden wir auf jeden Fall die Gartenstaltung final planen und ich glaube, dann geht alles ganz, ganz schnell. Der Landplace, denke ich. Wir ja. werden euch versuchen, die ganze Zeit weiter ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, aber jetzt habt ihr erstmal so ein großes Update bekommen und ich will unbedingt nochmal, wenn das Haus fertig ist und fertig eingerichtet, ja, dann werden wir nochmal eine Roomtour drehen und dann habt ihr quasi so geil. In 3 Schritten den Entstehungsprozess von unserem Haus mitbekommen. Okay, komm, machen wir so, Leute, wir müssen jetzt das Video beenden. Wir filmen seit über einer halben Stunde. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet tolles euch das Haus. Vorstellen. Tolles ich Haus. Finde, man sieht so viel mehr jetzt schon und für mich ist es so viel einfacher, sich das jetzt alles vorzustellen als letztes Mal. Ja, wir nehmen euch weiterhin mit. Gutes Video. Und jetzt hier noch kurz zur Abmoderation. Und daran kann man sehen, dass Immobilien immer eine gute Wertanlage darstellen, im In- oder auch Ausland. Immobilien sind ein spannendes Fachgebiet, wo auch du dich für begeistern kannst. Perfekt. Wenn du das jetzt benutzt, Alter, für dein Schulprojekt, dann habe ich größten Respekt vor dir, mein aller Jutzerbester.